Das beeinflusst uns nicht. Beeinflusst uns doch. Warum sehen Sie jetzt? Herzlich willkommen bei Quarks & Co. Schön, dass Sie bei uns sind. 50% des Geldes für Werbung wird rausgeschmissen. Aber ich weiß nicht, welche Hälfte das ist. Soll man Henry Ford gesagt haben. Und im Prinzip hat er recht damit, und zwar bis heute. Aber dennoch, Werbung beeinflusst uns. Machen Sie ein Spiel mit mir. Es geht um die Assoziation Farbe und Produkt bzw. Unternehmen. Dieses Magenta steht ganz eindeutig für... Richtig, die Telekom. Oder die Kombination aus Blau und Gelb, Sie haben sie bestimmt schon mal gesehen, das sind die Farben von IKEA. Oder ein drittes Beispiel, die Farbe Lila. Es handelt sich um ein Lebensmittel, und Sie wissen auch welches, in dem Falle Milka-Schokolade. Also Farbe und Produkt sind miteinander verzahnt. Und es gibt sogar einen Fall von 2004, der Hersteller von Milka klagte nämlich gegen einen anderen Hersteller, der seine Kekse ebenfalls lila verpackte, und Milka bekam Recht. Also die Farbe ist stark assoziiert mit Milka. Nun, wie kommt es eigentlich überhaupt, dass Farben, dass Ideen bedingt durch die Werbung sich so fest in unseren Köpfen verankern? Saftig und frisch sind hier die Wiesen, klar und rein die... Sie ist die berühmteste aller Kühe und macht seit 40 Jahren Werbung für Milka. So zart schmeckt. Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Hier oben, wo die Luft reiner, das Wasser klarer und das Gras grüner ist, weiden die Kühe, die die Milch für die Milka geben. Das ist die simple Story, die wir versucht haben zu erzählen. Aber warum nicht eine ganz normale Kuh in Braun oder Schwarz-Weiß? Die lila Kuh ist als Werbesymbol deshalb gut, weil sie auf der einen Seite durch die Tatsache, dass sie in den Alpen steht, ein Qualitätsversprechen symbolisiert und zum anderen Sympathie verbreitet, weil durch ihre Ungewöhnlichkeit die Leute natürlich diese Kuh anders sehen als eine normale Kuh. Bis die lila Kuh berühmt wird, ist es ein langer Weg. Er beginnt 1901 mit einer Nebenrolle auf der ersten Schokoladenverpackung. Und die ersten Werbefilme laufen sogar ganz ohne Kuh. Sie schmeckt einfach vorzüglich. Milka, weltberühmt. Anfang der 70er setzt der Hersteller auf eine neue lila Kampagne, um Milka in Deutschland zu etablieren. Unter mehreren Motiven findet sich auch die erste lila Kuh. Im Laufe der nächsten Jahre wird sie die zentrale Werbefigur. Aber kaum ist sie da, soll sie auch schon wieder weg. 1980 gab es den Kundenwunsch, eine Kampagne ohne Kuh zu machen, weil man das Gefühl hatte, dass die Kuh dabei war, sich zu verselbstständigen und gar nicht mehr für die Marke Milka zu sprechen. Wir fanden diese Entscheidung oder diesen Wunsch falsch, weil auch die Marktergebnisse nicht dafür sprachen, und haben uns in der anstehenden Wettbewerbspräsentation dagegen entschieden, eine Kampagne ohne Kuh zu machen, was dazu führte, dass wir den Etat verloren haben. Fast wäre die lila Kuh für immer verschwunden. Aber als Milka zwei Jahre später den Besitzer wechselt, kommt der wieder auf Ingo Kraus zurück. Gemeinsam lassen sie die Kuh wieder aufleben. Der Erfolg gibt ihnen recht. Aus der lila Kuh wird Kult. Sie spielt in über 100 TV-Spots die Hauptrolle und taucht überall als Maskottchen auf. Bis heute. Je simpler eine Idee ist, umso größer die Chance, dass sie bei den Leuten verstanden wird und im Hinterstübchen Platz findet. Und eine lila Kuh erregt eben mehr Aufmerksamkeit als eine schwarz-weiße oder braun-weiße. Die Umsatzzahlen bestätigen das. Der Marktanteil von Milka ist seit der Wiederbelebung der Kuh um das Doppelte gestiegen. Es lohnt sich also, originelle Werbefiguren zu erfinden. Doch warum sind sie dann aus der Mode gekommen? Die Leute glauben das einfach nicht mehr. Also, sie wissen, das sind Werbestories, und
die stimmen so eigentlich nicht. Also die Tilly, die es mal gab für Palmolive und die Clementine für Ariel und der Meister Propper für Meister Propper, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Also das gibt es auch im Ausland praktisch nicht. Aber die Milka-Kuh ist schon noch zeitgemäß. Ja, die Milka-Kuh ist eben kein Mensch. Das ist halt was Besonderes. Das ist nun mal so. Die Idee hinter der Milka-Kuh ist erstaunlich einfach. Doch sie brauchte Jahre, um sich als Marke in den Köpfen der Leute zu etablieren. Werbung ist ganz schön teuer. Was meinen Sie? Ein Werbespot im Fernsehen, 30 Sekunden lang, was muss man dafür zahlen? Eins, es sind nicht 100 Euro, es sind auch nicht 1000 Euro, es sind auch nicht 10.000 Euro, es sind 100.000 Euro für diese 30 Sekunden, also eine Menge Geld. Und wenn man das Ganze mal zusammenrechnet, bundesweit im Jahr werden 30 Milliarden Euro in Werbung investiert. Also eine gigantische Summe, weit mehr als zum Beispiel alle Hartz-IV-Empfänger als Lebensunterhalt erhalten. Nun, wer finanziert das? Klare Antwort. Wir kaufen die Produkte und finanzieren damit die Werbung. Nun, aus Sicht des Unternehmens heißt es, was bringt Werbung? Also wenn man einen Euro in Werbung investiert, was kommt raus? Nun, diese Kette lässt sich gar nicht so einfach herstellen, aber es gibt indirekte Indikatoren. Zum Beispiel den Bekanntheitsgrad einer Marke. Und bei einigen Kampagnen muss man wirklich sagen, Werbung wirkt. Ist diese Werbung zu prollig? Zu provokant? Zu ordinär? Klar ist, das ist eine ungewöhnliche Bierreklame. Ihr Ziel, das totgesagte Astra-Bier zum Marktführer machen. Die Kampagne für Astra kommt seit 15 Jahren aus der Hamburger Werbeagentur Philipp und Keunche. Hier denken die Mitarbeiter gerade über Plakatideen nach, die neue Astra-Fanartikel bewerben sollen. Hier sehr großes in XL. Da muss man einfach zugreifen. Ein Stripper-Tanz an der Stange in einer Astra-Unterhose, Fokus auf den Hintern und zwei, vielleicht sieht man noch so im Anschnitt zwei Frauen, die ihn anglotzen oder zugreifen wollen. Es muss schnell funktionieren, kurze Headline, knackig, klar den Punkt machen beim Produkt. Hinter den Gags stehen handfeste werbliche Ziele. Das Bier soll bei der Zielgruppe bekannter werden und ein besseres Image bekommen. Vor 15 Jahren stellten sich die Chefs der Agentur einer enormen Herausforderung. Weil wenn man Astra von damals kannte, die Marke war wirklich am Boden. Also ich könnte jetzt gar keinen Vergleich ziehen zur heutiger Zeit, welche Marke in einer ähnlichen Situation ist. Es war wirklich, also so viel schlechter konnte es nicht mehr werden. Ende der 90er Jahre drohte die Schließung der St. Pauli Brauerei. Doch die Astra-Belegschaft nahm das nicht einfach so hin. Schließlich kaufte die Stadt Hamburg unter Bürgermeister Henning Foscherau die Brauerei als Übergangslösung. Doch für die dauerhafte Rettung des Bieres sollte auch eine völlig neue Werbekampagne her. Zu behaupten, diese Marke sei jetzt auch eine Premium-Marke, wie alle anderen Marken, das hätte nicht funktioniert. Sondern diese Marke, die kommt aus St. Pauli, die ist wie St. Pauli. Und genau dieses Image nutzen die Werber für ihre Kampagne. Wie auch diese älteren Werbeplakate aus Archivfilmen zeigen. Es gab schon Leute, denen das überhaupt nicht gefallen hat, weil es natürlich, wenn man in Bierwerbung so kannte, wie sie war, dann war das natürlich zum Teil irritierend, verstörend, schockierend, vielleicht für konservative Gemüter. Heute finden 80% der Hamburger diese Werbung gut. Und sogar 90% sagen, das sei Werbung, die ins Auge springt. Deswegen bleibt die Agentur bei der Strategie. Hier soll eine Astra-Fliegenklatsche aus dem Fanartikelshop beworben werden. Jedes Jahr gibt es neue Motive, aber immer mit schrägen Typen und Sprüchen auf roten Balken. Und St. Pauli-Klischees sind immer ein fester Bestandteil. Als Models werden häufig Laien genommen, denn die Kampagne setzt auf Anti-Helden. Zum Beispiel bei dieser Werbung für Astra-Gürtelschnallen. Aber selbstbewusst trotzdem, also sie können es tragen, also sie tragen es mit Stolz und Selbstbewusstsein. Gut fürs Geschäft. Rau, aber herzlich. Mit dieser Dauermessage macht die Kampagne das St. Pauli-Image von Astra zum Kult. Das
Kontrollbier. In der Tat war es als Arbeiterbier verschrien. Wir haben ja nur das einfach umgedreht und gesagt, das ist auch was Gutes. Das ist was Ehrliches, das ist nicht so eine aufgesetzte Scheinwelt. Natürlich ist auch diese Hamburger Ehrlichkeit inszeniert. Und sogar bis auf jedes einzelne Männerbrusthaar hindurchgestylt. Und das gelingt offenbar so gut, dass viele Hamburger Bürger bei der Kampagne mitmachen. Die Fans des FC St. Pauli gratulieren hier nicht nur ihrem Verein zum 100. Geburtstag, sondern posieren gleichzeitig für das Bier aus St. Pauli. Die Werbung hat den Heimvorteil. Dadurch kennen bereits 97% der Hamburger die Marke Astra. Und neue Szenenaktionen sorgen dafür, dass auch mehr junge Kunden zugreifen. Ihre Zahl stieg seit 1999 um 85%. Dabei half auch das hier. Astra Flaschentheater. Der erste Pfandautomat, in dem echte Künstler auftreten. Flasche rein, Vorhang auf, hallo. Show ab. Über diverse Funktionen konnte man direkt mit den Künstlern in Kontakt treten. Sie alle halfen mir, tausende Flaschen zu sammeln, die Flaschensammlern gespendet wurden. Und das Beste, St. Pauli war sauberer als je zuvor. Sehr gut. 2007 wurde Astra tatsächlich Marktführer in Hamburg. Der Hauptkonkurrent verlor im gleichen Jahr deutlich Marktanteile. Kommerzieller Erfolg dank des Werbekonzepts. Dieser Erfolg beeindruckt auch externe Fachleute. Die Absatzsteigerung von 5% im ansonsten stagnierenden Biermarkt ist dann nur ein Kriterium. Und für das Erreichte war der Werbeetat für die Plakataktion vergleichsweise niedrig. Im Jahr 2012 verliehen die Experten der Kampagne einen Effi-Preis für die effizienteste Werbung. Der Preis wurde deswegen verliehen, weil die Wirkungskette besonders stichhaltig nachgewiesen wurde und besonders lückenlos nachgewiesen wurde. Also es wurden viele Nachweise über die Kampagnenwirkung selber erbracht. Also sprich, gefällt die Kampagne, wird die Kampagne wahrgenommen, führt sie aber im zweiten Schritt eben auch zu Verhaltensänderungen und letztlich eben auch zu mehr Abverkauf. Und alles das wurde in diesem Case nachgewiesen. Ein klarer Erfolg der Werbung. Denn die Rezeptur des Bieres hat sich über all die Jahre nicht geändert. Ist doch erstaunlich. Das hier ist das Bier, das vor 15 Jahren fast vom Markt verschwunden wäre. Und das ist das Bier, das heute, zumindest im hohen Norden, Kultstatus hat. Das identische Produkt, das identische Bier. Also daran merkt man, Werbung kann tatsächlich etwas verändern. Nun, Werbung muss natürlich auch getestet werden. Denn wenn man hohe Kosten hat, dann möchte man als Firma auch wissen, die lohnen sich. Und in der großen, weiten Welt gibt es in Deutschland ein kleines Dorf, nämlich Hasloch. Hasloch, ein Dorf in Rheinland-Pfalz. Und dort trifft man auf den bundesdeutschen Durchschnitt, also die Altersstruktur, soziale Schichten, Geschlechterverteilung und so weiter. Und von den etwa 20.000 Einwohnern ist rund ein Drittel Tester für Produkte und für die Werbung. Und wie das funktioniert, sieht man hier. Denn in den Supermarktregalen stehen neue Produkte für einen Testlauf. Und die passenden Werbespots werden in Hasloch auch eingespielt. Also da gibt es TV-Spots. Und zwar die Hälfte der Bevölkerung kriegt diese Spots zu sehen. Die andere kriegt ganz normale Werbung. Da sind diese Produkte nicht drin. Und dann kommt der Test im Supermarkt und man schaut nach, funktioniert die Werbung? Funktioniert das neue Produkt? Und das wird natürlich genau erfasst. Und zwar digital per Karte und anschließend ausgewertet. Also auf die Art und Weise kann man dann auch die Überzeugungskraft einer Werbekampagne testen. Und die Konzerne unternehmen ja wirklich alles, um uns, sprich Mann und Frau, ans Produkt zu bringen. Und für dieses Ziel nutzen sie in der Tat alle unsere Sinne. Und zwar nicht nur die Augen und die Ohren. Seit Jahren kämpft die Deutsche Bahn mit einem schlechten Image und mit unzufriedenen Fahrgästen. Manchmal könnte es etwas sauberer sein, manchmal sind die Züge überfüllt. Wenn ich in Urlaub fahre,
war es oftmals schon so, dass der Zug wahnsinnig voll war. Wenn es heiß ist, dann ist ziemlich stickige Luft in der Bahn. Bernd Rosenbusch von der Bahn, Anna Girard von der LMU in München und Robert Müller-Grünow aus Köln haben ein Ziel. Sie wollen das schlechte Image der Bahn verbessern und dafür neue Wege gehen. Für Quarks und Co. wiederholen sie noch einmal ein Marketing-Experiment auf einer Zugfahrt durch das Allgäu. Wir machen Marketing, weil wir im Wettbewerb stehen mit dem Auto und mit anderen Eisenbahnunternehmen. Und wenn Sie den Wettbewerb gewinnen wollen, dann müssen Sie alles dafür tun, Menschen in die Züge zu bekommen. Und dafür tun wir eigentlich alles wollen, also zufriedene Kunden haben. Doch wie wollen die drei die Fahrgäste für sich gewinnen? Zur Vorbereitung auf das Experiment musste der Zug umgerüstet werden. Dazu sind wir mit den Experten in eine Bahnwerkstatt in Kempten gefahren. Genauso wie bei der mehrmonatigen Testreihe in den Jahren 2011 und 2012 wurde nun dieser Zug für unsere Testfahrt umgerüstet. Genauer, die Klimaanlage wurde dafür manipuliert. In diesen Dosen steckt das Geheimnis, das die Fahrgäste beeinflussen soll. Über die ganze Länge eines Waggons wurden die Dosen in die Lüftung eingebaut. Der Inhalt stammt aus der Produktion von Robert Müller-Grünows Firma. Die Reisenden im Zug wussten nicht, dass im Waggon etwas anders ist. Kaum einer nahm die Wirkung bewusst wahr. Entziehen konnte sich ihr aber kaum jemand. Genauso ergeht es den Pendlern, die heute mit uns unterwegs sind. Das Geheimnis ist eine Duftmischung, eine Kreation von Robert Müller-Grünow. Er ist Spezialist für Duftmarketing und hat Firmen wie Adidas und Samsung beraten. Der Firmenduft für die Bahn sollte dem Pendlerstress entgegenwirken. Wir wollten eine beruhigende Wirkung erzielen und die versuchen wir, also diese Parameter, die wir haben, versuchen wir umzusetzen, in Düfte zu übersetzen. Und wir haben dann zum Beispiel Jasminnoten genommen, die sehr beruhigend wirken. Wir haben Veilchennoten genommen, Rosenholz, und dann noch Moschusnoten, die das weich abrunden und sozusagen eigentlich wärmende, umschließende Situationen schaffen. Doch der Duft soll nicht zu präsent sein, sondern subtil wirken. Aber am Anfang gelang das noch nicht so gut. Die Technik war nicht ausgereift. Am Anfang haben wir die Kartuschen teilweise unter den Sitzen platziert. Was dann passiert ist, dass offensichtlich die Menschen den Duft mochten, gesucht haben, gefunden haben und auch mitgenommen haben. Sodass wir also dann gesehen haben, dass es doch besser ist, die über die Lüftungsanlagen platziert einzusetzen. Was natürlich auch dazu führt, dass der Duft viel gleichmäßiger verteilt wird im Wagen. Der Testzug besteht aus zwei Waggons. Einer fuhr ohne, der andere mit Beduftung. Genau wie bei der heutigen Fahrt wussten die Fahrgäste nichts vom Dufttest. Dann würde ich Ihnen jetzt noch mal die Ergebnisse kurz zeigen. Also noch mal im Überblick. Jeweils nach der Fahrt wurden die Fahrgäste befragt, wie sie die Reise erlebt hatten. Zunächst hatte das Team erwartet, der Duft würde vor allem auf Gefühle und das allgemeine Wohlbefinden wirken. Doch das Ergebnis war für alle überraschend. Auch auf den Verstand hatte der Bahnduft offenbar eine starke Wirkung. Das ist verbessert. Also man sieht hier die roten Balken, das sind die Ergebnisse der Beduftung. Und je höher, desto besser wurde es bewertet. Also das Erlebnis wurde besser bewertet, die Qualität, auch die wahrgenommene Qualität wurde besser bewertet, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis und sogar die Einstellung gegenüber der Marke Bahn. Besonders spannend für die Experten, unter dem Einfluss des Dufts sind die Fahrgäste eher bereit, der Bahn zu verzeihen, wenn mal was schiefläuft. Wir haben die Leute befragt, es war im Winter und es war Schneechaos und da ist man vielleicht ein bisschen gestresster und kommt nicht zur Bahn oder nicht zur Arbeit. Und da konnten wir dann auch zeigen, dass die Gäste die Qualität besser bewerten, wenn ein Duft da ist, auch wenn zum Beispiel die Bahn nicht so pünktlich ist oder sogar wenn Züge ausfallen. Viel besser hätte das Ergebnis für die Bahn nicht ausfallen können. Und die Reisenden in unserem Zug, was halten die von der Beduftung? Hier im Zug ist eine angenehme frische Luft. Man fühlt sich geborgen und ich kann richtig gut relaxen während der Fahrt. Ich fände das schon schön, wenn es einfach natürlicher bleibt. Mal nach Schweiß, mal angenehm nach Parfum. Aber keine, irgendwie so ein Vanillegeruch oder so finde ich nicht gut. Wenn die Bahn das einführen würde und immer so die Luft immer wäre, wäre schon angenehm, ja.
Wir wollen es auf jeden Fall einsetzen, wenn wir herausfinden, dass wir mehr Fahrkarten verkaufen durch die Beduftung als in Zügen ohne Beduftung, weil dann lohnt es sich wirtschaftlich, weil der Kunde deswegen mehr Bahn fährt. Das ist das Hauptziel. Falls die Bahn wirklich duftende Waggons einsetzt, sollen die Fahrgäste jedoch darauf hingewiesen werden. Gerüche wirken, und zwar ohne Umweg, ganz direkt auf ein bestimmtes Gehirnareal. Und das ist der Sitz der Gefühle. Also durch Gerüche ist es so, dass wir unbewusst auch Emotionen freisetzen. Und wir haben das gerade in dem Film gesehen, denn bedingt durch die Beduftung war es so, dass der Verstand der Fahrgäste sogar verändert war. Qualität von mehr Zufriedenheit. Und das nur, weil sie in einem duftenden Zug gesessen haben. Nun, da kann man sich schon fragen, ist das noch Werbestrategie oder eher geschickte Manipulation? Und die Bahn ist nicht das einzige Unternehmen. Es gibt zum Beispiel bestimmte Klamottenmarken und die beduften auf ganz intensive Art und Weise ihre Läden und schaffen so eine ganz besondere Käuferbindung. Und es gibt bestimmte Düfte, die kennen sie. Zum Beispiel Vanilleduft. Ah, das löst sofort so etwas wie ein Gefühl des Wohlbefindens aus, merke ich sogar jetzt im Moment. Ein Grund könnte vielleicht darin bestehen, dass sogar Muttermilch nach Vanille schmeckt. Nun, Vanilleduft ist ein Schlüsselreiz. Und auf Schlüsselreize ist die gesamte Werbebranche besonders scharf. Warum? Mit Schlüsselreizen fängt man uns Kunden. Produkte im Überfluss. Und sie alle wollen nur das eine, uns zum Kauf verführen. Doch was genau macht ein Produkt für uns attraktiv? Forscher vom Life and Brain Institut haben das erforscht. Sie wollten wissen, was besser unsere Aufmerksamkeit fesselt, Markenlogos oder Gesichter. Und ob es einen Unterschied zwischen unbekannten Gesichtern und Prominenten gibt. Während die Probanden die Bilder anschauten, haben die Forscher die Hirnaktivität beobachtet. Das Ergebnis: Logos aktivieren Areale in der Großhirnrinde. Hier sitzt die höhere visuelle Wahrnehmung. Gesichter dagegen aktivieren Gebiete im Innern des Gehirns. Ein Zeichen für eine tiefergehende Wirkung. Wahrnehmung hat ja nur dann Bedeutung, wenn es auch erinnert wird. Das heißt, es muss die gedächtnisbildenden Strukturen erreichen. Und ich denke, wenn ich den Vergleich nehme, Logo versus Gesicht, dann ist es schon erschreckend, wie wenig das Logo an gedächtnisbildende Strukturen heranreicht. Klarer Punktesieg für das Gesicht. Aber hält der auch einem Praxistest im Supermarkt stand? Dafür haben wir eine Werbekampagne für einen Wein erfunden. Drei Plakate gibt es. Ein unbekanntes Gesicht, ein Promi und ein Logo. Was wirkt am besten? Das sollen uns die versteckten Kameras verraten. Den Anfang macht das Logo. Mit dabei ein Experte der Universität Bonn. Der Supermarkt öffnet. Wie werden die Kunden reagieren? Sie schenken dem Plakat nicht viel Aufmerksamkeit. Jeder Blickkontakt wird genau protokolliert. Nach einer halben Stunde wechseln wir das Logo gegen das unbekannte Gesicht. Kaum steht das Plakat, kommt der erste interessierte Kunde. Ist das ein Trend? Wieder Zeit zu wechseln. Nun kommt der Promi dran. Jetzt bekommt der Stand vor allem intensivere Aufmerksamkeit. Die Menschen bleiben länger stehen. Zwei Tage lang beobachten wir insgesamt 250 Kunden. Und dann steht das Ergebnis fest. Das Traubenlogo schauten sich deutlich weniger Menschen an als das unbekannte Gesicht. Das hat mit 37% genauso viele Blicke auf sich gezogen wie der Promi. Wir wussten, dass Gesichter stärkere Aktivierung im Gehirn hervorrufen. Jetzt sehen wir, dass Gesichter in wesentlich stärkerem Umfang Blicke auf sich ziehen als Objekte. Wir haben bei dem Objekt etwa 17% der Personenkontakte, Blickkontakte gemessen, aber bei den Gesichtern 37%. Das heißt, das ist Faktor 2.
Wenn man das umrechnet, also 20% mehr Blickkontakte, wenn man das umrechnet auf Kundenkontakte, sagen wir 1 Million Kundenkontakte über 1-2 Tage in, bundesweit in den Läden, dann wären das 200.000 mehr Blickkontakte mit der Werbung. Über 200.000 Blickkontakte mehr pro Tag. Gesichter verführen mehr Menschen, zumindest zum Hinschauen. Gesichter sind also sehr anziehend für uns und genau das nutzt die Werbung. Und zwar, indem sie bestimmte Gesichter als Werbeträger nutzt. Interessant dabei, der Werbeträger muss natürlich auch immer zum Produkt passen. Daher auch diese Vielfalt. Und in der Werbung wird nichts dem Zufall überlassen. Nicht nur, wer ist der Werbeträger, nein. Auch die Farbe, die Logos, die Schriften, alles wird ganz genau getestet. Und zwar getestet am zukünftigen Kunden. Und dafür nutzt man hier zum Beispiel moderne Technik, eine Spezialbrille. Hier ist eine Kamera drin versteckt und mit dieser Brille kann ich jetzt meine Augenbewegung genau erfassen. Also ich weiß, wo ich hinschaue und wichtig in der Werbung ist, man braucht ja genau diese Blickfänge. Wir haben das Experiment gemacht und zwar hier mit 5 Verpackungen. Es geht um ein Waschmittel. Ich habe die Brille aufgehabt und hier sehen Sie das entsprechende Ergebnis. Diese roten Flecken, die stehen für lange Aufenthaltsdauer. Und was man deutlich sieht, ist hier, da habe ich besonders lange hingeschaut. Und genau das ist in dem Falle hier diese grüne Packung. Also die würde dann auch in der Werbung gewinnen. Also man nutzt das Schauen, das Riechen, das Hören. Aber interessant, in der Werbung ist auch, dass sogar die Werbung unsere Sinneswahrnehmung tatsächlich beeinflussen kann. Nun sagen Sie, das geht doch nicht. Wir zeigen Ihnen, geht doch. Pepsi-Cola und Coca-Cola bestehen fast aus den gleichen Zutaten. Aber der Kampf um den Konsumenten zwischen den beiden Marken tobt. Welche der beiden Cola-Sorten schmeckt wirklich besser? Wissenschaftler wollten das genau wissen. Sie haben Testpersonen auf die Probe gestellt und ihnen beim Trinken ins Gehirn geschaut. Vorher sollten die Testpersonen angeben, was sie grundsätzlich lieber trinken. Ergebnis 1:1 für Pepsi und Coca. Dann wurde es ernst. Ein anonymer Geschmackstest. In einem Becher war Pepsi, im anderen Coca-Cola. Aber keiner wusste, wo was drin war. Ergebnis? Wieder unentschieden. Nun stand es 2:2. Auch das Gehirn der Testpersonen war nicht parteiisch. Die Hirnregion, die für unser Geschmacksurteil zuständig ist, zeigte mal stärkere Aktivität bei Pepsi, mal bei Coca-Cola. Sollte dieses Experiment tatsächlich unentschieden ausgehen? Oder hat vielleicht der Markenname etwas mit der Geschmacksvorliebe zu tun? Das wollten die Wissenschaftler mit dem nächsten Test herausfinden. Einer der beiden Becher war diesmal beschriftet, mit dem Markennamen Pepsi. Doch was die Testpersonen nicht wussten, im anderen Becher befand sich das gleiche Getränk. Es gab also 2-mal Pepsi. Das Resultat? Ob beschriftet oder unbeschriftet, es schmeckte den Probanden gleich gut. Auch im Gehirn kamen beide Getränke gleich gut an. Das Wissen um die Marke Pepsi hatte keinen nennenswerten Effekt. Nun das Gleiche nochmal mit dem Konkurrenzprodukt. In allen Bechern war jetzt Coca-Cola, aber nur eine Hälfte war beschriftet. Das Ergebnis war verblüffend. Die beschriftete Cola schmeckte den meisten besser als die anonyme, obwohl es sich ja um ein und dasselbe Getränk handelte. Es reichte also, wenn die Personen bloß dachten, dass sie Coca-Cola trinken, damit der Geschmackssinn positiv reagierte. Was sie wirklich tranken, spielte offenbar keine Rolle. Sogar manche Testpersonen, die eigentlich Pepsi bevorzugten, mochten plötzlich Coca-Cola lieber. Auch das Gehirn reagierte anders, sobald dieser Markenname ins Spiel kam. Bestimmte Areale, die zum Beispiel beim Erinnern eine wichtige Rolle spielen, waren plötzlich besonders aktiv. Sowohl die Geschmackstests als auch die Gehirnchecks zeigen klarer Sieg für Coca-Cola. Auch wenn wir alle glauben, dass Werbung uns kalt lässt, sie beeinflusst uns doch.
Zumindest bei den Personen in diesem Test ist die Werbestrategie von Coca-Cola aufgegangen. Hat sich eine Marke in unseren Köpfen etabliert, dann haben die Marketing-Experten gewonnen. Denn im Dschungel der Produktvielfalt suchen wir Konsumenten nach Orientierung und greifen dann ganz automatisch zu dem Produkt, das wir kennen. Und die Vermarktung konzentriert sich inzwischen nicht mehr nur auf uns Erwachsene, sondern zunehmend auch auf die Zielgruppe der Kinder. Und da geht es nicht nur um Spielzeuge, sondern um Parfums, um reine Kleidermarken, alles für Kinder, ganz zu schweigen von den Lebensmitteln. Man kann ihnen nicht widerstehen. Sie sind bunt, sie sind süß und sie werden immer mehr. Lebensmittel für Kinder. An die 300 Produkte sind auf dem Markt. Noch Ende der 90er Jahre waren es etwa 80. Die Hersteller konkurrieren mit immer neuen Werbeideen um die Gunst der Kinder. Mit Erfolg. Bei einer aktuellen Umfrage nach den bei Kindern beliebtesten TV-Werbespots belegen Lebensmittelhersteller die Spitzenplätze. Schon in den 50er Jahren beginnt die Lebensmittelindustrie für und mit Kindern zu werben. Was gibt es dann zu trinken? Und jetzt gibt es noch ein Betthupferl. Haribo! Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Die einprägsamen Slogans kommen bei den Kindern gut an. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Lüft, löscht den Durst. 15 kleine Toffifee erhalten Energie. Aber schon damals sind die Meinungen geteilt. Welchen Einfluss nimmt die Werbung auf die Kinder? Was glauben Sie? Tja, die Kinder müssen mit der Zeit leben, nicht? Ich meine, wir kommen ja schon durcheinander mit vielen Sachen, ne? Und dann die Kinder? Keine sehr gute. Den Kindern wird doch eine heile Welt vorgespielt, die es gar nicht gibt. Daraus ergeben sich Verhaltensmuster, die die Kind in der Wirklichkeit gar nicht finden. Die Werbung hat ja nun nicht die Aufgabe, und ich glaube, das ist gut so, dass sie diese Aufgabe nicht hat, eine unheile Welt zu zeigen, sondern sie soll, sagen wir mal, die schönen Seiten zeigen. Die Welt ist schön für gesunde und aktive Kinder. Bis in die 80er Jahre setzt die Werbung Kinder ein, um die Eltern zum Kauf der Produkte zu bewegen. Nimm zwei. Vitamine und Naschen. Aber das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal. Das geht nun wirklich nicht. Doch, mit Kinderüberraschung. Das ist Spannung, Spiel und Schokolade. Alles in einem. Die Werbung sagt, kauf das. Es ist gut für deine Kinder. Beim Frühstück ist immer Kellogg's Max. Max ist Knusperweizen mit wichtigen Vitaminen und... Die Zielgruppe damals, die Eltern. Stimmt. Und dann noch die gesunde Milch dazu. Ich bin sicher, dass ich ihnen einen guten Start gebe. Honey Pops! Die Zielgruppe heute, die Kinder. Bunte Figuren und schnelle Schnitte sollen die Aufmerksamkeit wecken. Mmh, Monsterbacke! Einige Spots setzen die Kinderprodukte in den Mittelpunkt von kindgerecht erzählten Abenteuergeschichten. Andere kreieren Rap-Songs und locken die kleinen Kunden mit zusätzlichen Angeboten. Ja, neu von Paula. Coole Spielkarten zum Sammeln. Gleichzeitig nutzen die Unternehmen auch immer stärker das Internet als Werbeplattform. Hier sprechen sie die Kinder mit bunten Erlebniswelten und Spielen rund um das Produkt an. Die Kinder sollen mit den Marken Spaß und ein gutes Gefühl verbinden. Wer spielen will, muss sich häufig registrieren. So können die Hersteller ihre Kunden gezielt mit Newslettern ansprechen. Was den Kindern gefällt, bereitet Verbraucherschützern Sorgen. Denn entgegen ihrem Versprechen sind die Produkte häufig ungesund. Sie enthalten meist zu viel Fett und zu viel Zucker. Völlig ungeeignet für Kinder. Aber in unserer Gesellschaft sind Kinder Kunden und ihre Ernährung ein Geschäft. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die Werbebranche hat uns alle erfasst. Und sie ist dabei, sich gerade fundamental zu verändern, und zwar durch das Internet. Schauen Sie sich das an, das sind die Netto-Werbeeinnahmen bei den klassischen Medien, also Zeitungen und Fernsehen, sieht man. Da geht es eher Tendenz nach unten. Aber im Vergleich dazu sieht man die rote Kurve, online
geht nach oben. Und das ist nur ein Teil der Aktivitäten, denn nicht erfasst in diesen Daten sind zum Beispiel die Aktivitäten in sozialen Netzwerken oder das, was gemacht wird, wenn Suchmaschinen optimiert werden. Also überall dort passiert etwas. Und der große Vorteil, der ist offensichtlich. Denn im Internet ist es so, man kommt sehr viel zielgerichteter an die potenziellen Käufer. Und um die ausfindig zu machen, hat die Werbebranche ganz eigene Werkzeuge entwickelt. Sarah surft im Internet und schaut sich bei einem Buchversand die neuesten Romane an. Für die Werbeindustrie eine gute Gelegenheit, etwas über ihre Vorlieben zu erfahren. Dazu hat die Werbeindustrie ein weit verzweigtes Spionagesystem im Internet aufgebaut. Was dabei passiert, versteht man am besten, wenn man der virtuellen Welt des Computers ein reales Gesicht gibt. Wenn Sarah zum Beispiel auf der Webseite des Buchshops surft, bewegt sie sich quasi in einem Buchladen. Dort bleibt sie jedoch nicht unbemerkt. Die Werbeindustrie schickt einen Spion. Der begleitet Sarah bei ihrem Besuch. Wenn sie sich ein Buch ansieht, wird das vom Spion registriert. Er erstellt eine kleine elektronische Notiz, ein sogenanntes Cookie. Und das passiert mit jedem Buch, das Sarah sich ansieht. Für jedes Buch setzt der Spion eine weitere Notiz, ein weiteres Cookie. Die Werbeindustrie will damit im Laufe der Zeit herausbekommen, was Sarah gerne liest. Und natürlich geht der Spion auch mit zur Kasse. Denn aus dem, was Sarah tatsächlich einkauft, kann man Rückschlüsse auf ihr Kaufverhalten ziehen. An ihrem Computer bekommt Sarah von all dem nichts mit. Die Cookies sind hier kleine Textdateien, die von der Werbeindustrie auf ihrer Festplatte gespeichert werden. Schnell kommen mehrere hundert Cookies zusammen. Der Spion lauert in fast jedem Online-Shop. Denn die Werbeindustrie, die hinter der ganzen Spionage steckt, hat mit den Betreibern der Webseiten einen Vertrag zum Schnüffeln geschlossen. Wo immer Sarah im Netz auf den Spion trifft, registriert er genau, wann und wo sie welches Produkt angesehen oder gekauft hat. Sogar was Sarah in einer Online-Zeitung liest, notiert der Spion. Die Liste der Cookies wird länger und länger. Und es bleibt nicht beim Sammeln der Informationen. Die Cookies werden auch vom Spion ausgewertet. Dazu wird jedes Cookie in einer Art Sortiermaschine verschiedenen Kategorien zugeordnet. Zum Beispiel weisen Stöckelschuhe eher auf eine weibliche Person hin. Der Bewerbungsratgeber deutet auf eine junge Person und die Radlerhose auf Sportlichkeit. Auf diese Weise entsteht ein Profil von Sarah. Mit jedem Cookie wird es deutlicher. Sie ist offenbar eine Frau, zwischen 20 und 30 Jahre alt, gebildet, sportlich, gerne draußen, hat mindestens ein Kind und kocht gerne. Dieses Profil wird natürlich nicht nur von Sarah erstellt, sondern von allen Nutzern. Sarah wird dann der Gruppe von Personen zugeordnet, die ihr am ähnlichsten sind. Der Clou? Sarahs Profil kann jetzt mit dem entsprechenden Gruppenprofil verglichen werden. Und es kann eine Prognose über ihr zukünftiges Kaufverhalten gemacht werden. Sarah hat zum Beispiel, genau wie der Rest der Gruppe, ein Sommerkleid gekauft und sich Fahrräder angesehen. Und alle Frauen, die das gemacht haben, haben bisher auch großes Interesse an Fahrradhelmen gezeigt. Wäre das also nicht auch etwas für Sarah? Bei ihrem nächsten Besuch einer Bücherwebseite erscheint dann wie zufällig die Werbung für einen Fahrradhelm. Sarah ist begeistert. Darum wollte sie sich ja schon lange einmal kümmern. Sie überlegt nicht lange und nutzt die scheinbar zufällige Gelegenheit für einen spontanen Kauf. Tatsächlich hat sie sich ausspionieren lassen und ist berechenbar geworden. Gerade im Internet werden wir zunehmend zum gläsernen Kunden. Nun, wie Sie sich davor schützen können, das verraten wir Ihnen bei uns unter www.quarks.de garantiert werbefrei. Nun, die meisten von uns unterschätzen die Auswirkungen des Internets. Denn da geht es nicht nur um den Online-Kauf. Vielmehr arbeiten zum Beispiel soziale Netzwerke wie Facebook mit den ganz vielen Firmen zusammen, die solche Karten ausgeben. Das sind diese Treuekarten, Prämienkarten. Das klingt alles so ein bisschen unschuldig, aber was passiert? Unser gesamtes Verhalten, und zwar auch in der realen Welt, wenn wir einkaufen, wird erfasst, wird ausgewertet. Und genau dadurch werden wir immer präziser ausspioniert. Nun, abgesehen davon gibt es dann noch jede Menge Tricks im Netz, mit denen die Internet-Shopper versuchen, uns Kunden zu fangen. 5 dreiste Tricks der Online-Verkäufer. Platz 5,
Die goldene Mitte. Der Händler hat oft ein Produkt, an dem er besser verdient als an anderen. Das stellt er dann zwischen zwei manipulierende Vergleichsprodukte. Das eine leistet viel weniger, ist aber kaum billiger. Das andere ist deutlich teurer, kann aber nur wenig mehr. So lenkt der Händler den Fokus auf das Produkt, das er verkaufen will, auf die goldene Mitte. Der besondere Clou? Je nach Suchanfrage des Kunden wird automatisch in Sekundenschnelle ein solches Angebotstrio erstellt. Platz 4. Der Preis ist heiß. Das Internet ist ein Paradies für Schnäppchenjäger. Manche Händler locken diese mit einem Niedrigstpreis auf ihre Website. Doch dann die Überraschung. Der Preis gilt nur für eine wenig beliebte Variante. Wer das Produkt zum Beispiel in einer anderen, beliebteren Farbe aussucht, bekommt einen höheren Preis angezeigt. Das Kalkül der Händler geht oft auf. Ein Teil der Nutzer ist zu faul, erneut zu suchen und kauft trotzdem. Platz 3. Irreführende Gütesiegel. Gütesiegel der Stiftung Warentest oder des TÜV schaffen Vertrauen. Viele Online-Läden setzen diese Auszeichnungen aber bewusst trickreich ein. Gütesiegel, die beispielsweise nur die technische Qualität der Internetseite oder gar die Qualität des Paketdienstes bewerten, prangen auf den Seiten einzelner Produkte. Viele Kunden bemerken das nicht. Sie nehmen das Gütesiegel beiläufig wahr und bewerten das Produkt positiv. Platz 2. Gefälschte Bewertungen. Was andere gut finden, dem schenken wir auch Vertrauen. Bewertungen von Produkten, Hotels oder Dienstleistungen, wie etwa von Ärzten, sind für viele Nutzer eine wichtige Entscheidungshilfe. Daher schreiben manche Hersteller oder Händler positive Kritiken einfach selbst. Verschiedene Studien schätzen den Anteil dieser gefälschten Bewertungen auf bis zu 25%. Platz 1 der dreisten Tricks: künstliche Verknappung. Wer kennt das nicht? Vom angebotenen Billigflug, dem Hotelzimmer oder dem Schnäppchen sind nur noch wenige Exemplare zu ergattern und man greift schnell zu. Doch online kann niemand auf die Schnelle kontrollieren, ob wirklich nur noch zwei Plätze im Flieger frei sind. Stichproben der Computerzeitschrift CT ergaben, so manches vermeintlich letzte Billigzimmer konnte man gleich mehrmals verbindlich buchen. Also Vorsicht vor den dreisten Tricks der Online-Verkäufer. Und noch einen Trick gibt es, und den finde ich persönlich ziemlich hinterfotzig. Er lautet: Missbrauche deine Freunde zu Werbezwecken. Nun, genau das passiert in den sozialen Netzwerken. Wenn Sie nämlich ein Produkt kaufen und dabei akzeptieren, dass Ihre Freunde automatisch mitinformiert werden, dann bekommen Sie einen Rabatt. Die Werbung erreicht natürlich sehr viel mehr Menschen. Nun, die Grenze zwischen Freunden und Freunden verwischt sich und eine weitere Grenze löst sich auf. Denn im klassischen Journalismus, da gibt es immer noch die klare Trennung zwischen Werbung und der eigentlichen Information. Doch diese Grenze, die löst sich auf und es ist kaum vorstellbar, was passiert, wenn wir eines Tages mit Informationen zugeschüttet werden und nicht mehr wissen, ob wir diesen Informationen trauen können oder ob wir bereits gefangen sind im Netz der Verführer. Das war's für heute und wie immer empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie uns treu.